So, ich glaube, dann fangen wir einfach mal an. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zum Panel Open Data, Zeitgeist oder Philosophie. Mein Name ist Thomas Langkabel. Ich bin im Bitkom, leite ich dort den Arbeitskreis E-Government, beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Open Data und bin in meinem normalen Leben außerhalb des Bitkom, sowas gibt es auch, der National Technology Officer von Microsoft Deutschland. Und ich möchte Ihnen jetzt die Panel-Teilnehmer vorstellen. Zu meiner Linken Frau Ministerialrätin Dr. Uta Dauke, Verwaltungsjuristin, seit 1989 im Bundesministerium des Innern in unterschiedlichen Funktionen tätig. Bemerkenswert auch mal in der Rolle als Beauftragte für Datenschutz im Haus. Und in dieser Funktion habe ich gelernt, auch zuständig für die initiale Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes, sowohl im Bundesministerium des Innern als auch in den anderen Ressorts. Also auch eine wichtige Grundlage, ja, thematisch für unsere heutige Diskussion. Gegenwärtig ist sie die Referatsleiterin im Referat O1, also Grundsatzangelegenheiten. Jetzt nehmen wir das. Das war aber schnell leer. Und jetzt auch dann zuständig tatsächlich für die Umsetzung des Regierungsprogramms Vernetzte und transparente Verwaltung, wo ich denke, wir im Laufe der Diskussion noch zu kommen werden. Zu meiner Rechten Dr. Peter Lattstetter. Er ist Geschäftsführer der ESRI Deutschland GmbH, einem, ich glaube, weltweit führenden Hersteller von Geoinformationssystemen und war vorher bei Siemens Lixdorf. Auch mit demselben Thema beschäftigt und er ist Doktor der Geodäsie, ist das richtig? Dann habe ich es richtig gemacht. Also gerade das Thema Geodaten, Ortsbezug, Raumbezug von Daten ist natürlich immer ein ganz wesentliches Thema im Kontext von Open Data. Das ist das eine, die eine Facette, die wichtig ist. Die andere Facette ist natürlich wichtig und deswegen bin ich froh, dass Sie heute da sind. Das Thema auch mal aus der Seite der Industrie zu beleuchten und nicht nur aus der gesellschaftlichen oder Verwaltungsperspektive zu sehen oder politischen Perspektive, sondern Sie bringen heute sozusagen die Ökonomie-Facette hier mit auf das Podium. Ganz links außen, aber nur, ich glaube, zufällig, der Dr. Philipp Müller. Er ist Politikwissenschaftler und ist verantwortet bei der Firma CSC das Business Development für den Bereich Public Sector. Aber nicht nur das, sondern er ist auch der wissenschaftliche Direktor an der Business School der Universität Salzburg, hat diverse andere Stationen vorher durchlaufen, in Mexiko eine Professur für öffentliche Verwaltung, hat in Harvard, in Erfurt, an der LMU in München gelehrt und beendet gerade sein Buch zum Thema Machiavelli.net, Strategie für eine offene Welt. Also mit Sicherheit auch ein substanzieller Beitrag von ihm zur Diskussion zu erwarten. Und wir können uns duzen, also wir kennen uns schon lange und gut. Von daher wundern Sie sich nicht, wenn wir uns duzen. Vielleicht noch mal ein bisschen Einordnung des Themas. Wir haben ja heute Morgen einen sehr schönen Eröffnungsvortrag gehört, der sich mit dem OpenX schon mal allgemein befasst hat. Von Open Source quer über das Slide bis runter zum Thema Open Access, worauf sich ja der Vortrag im Wesentlichen kapriziert hat. Wir machen quasi jetzt eine neue Instanzierung dieses OpenX-Themas, nämlich im Bereich Open Data, wobei mir beim Zuhören des Vortrags heute Morgen schon sehr deutlich geworden ist, dass sich viel von dem Thema Open Access auch auf das Thema Open Data übertragen lässt. Wenn man einfach das Thema Wissenschaft ersetzt durch Verwaltung, also sprich, die in diesem Fall generiert halt nicht die Wissenschaft, die zu veröffentlichen oder bereitzustellenden Daten, sondern die Verwaltung. Von daher ist es, wie gesagt, eine weitere wichtige Instanzierung des Themas. Ganz kurz vielleicht nochmal, wann ist es aus meiner Beobachtung heraus losgebrochen? Das ist noch nicht so lange her. So richtig der Startschuss, wo sich dann auch so die Communities angefangen haben, damit zu befassen, hängt im Zusammenhang mit der Wahl von Barack Obama, der ja quasi als erste Executive Directive erlassen hat, die sogenannte Open Government Directive für die Verwaltung der Vereinigten Staaten, die sehr viele Impulse gegeben hat, die auch wahrgenommen wurden über eben die Vereinigten Staaten hinaus, sehr viele Anregungen gegeben hat, wie man Verwaltungen öffnet und was damit tatsächlich zu erreichen ist.
In Deutschland oder international und auch in Deutschland manifestiert sich das in einer sehr regen Community oder unterschiedlichen Communities und Vereinen, die auch in weiten Teilen, glaube ich, heute hier anwesend sind. Also zum Beispiel dem Open Data Network, der Open Knowledge Foundation, dem Government 2.0 Netzwerk. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten, haben wir in verschiedenen Städten und Kommunen lebhafte Entwicklungen festgestellt. In München gab es den MOCDI, das war der Munich Open Government Day. In Berlin gab es den BODY, das war der Berlin Open Data Day. Gegenwärtig ist der Open Data Stammtisch dabei, ein Open Data Portal für Berlin ins Leben zu rufen, welches, ich glaube, nächste Woche online gehen wird, was sehr vielversprechend ist. Da können wir uns, glaube ich, in weiten Teilen schon drauf freuen. Hamburg ist auf dem Weg. Dort ist die nächste Initiative zu erwarten zu einem entsprechenden Open Data Day. Also es brummt an allen Ecken und Enden, das Thema. Und jüngst, wer es verfolgt hat, hat Neuseeland nochmal nachgelegt, die ja ohnehin immer schon sehr rege waren in dem Thema. Und dort hat die neuseeländische Regierung eine Declaration on Open and Transparent Government gestartet, die sehr kompakt ist. Also man, keine Angst, es ist eine Seite, die kann man gut lesen. Da steht nochmal so ein richtiger appellativer Aufruf an die Verwaltung in Neuseeland drin, wie denn demnächst mit Open Data umzugehen ist, mit richtigen Eigenverpflichtungen, Messbarkeiten und Ähnliches. So viel mal als thematische Einordnung des Themas. Und damit stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist das Ganze nur ein Hype? Mal wieder ein Thema, das durchs Dorf getragen wird? Oder ist es ein Indiz oder ein Anlass für neues, nachhaltiges Denken, anderes Denken in der Verwaltung? Und ich frage mal gleich Frau Dr. Dauke, es gibt im August letzten Jahres hat das Bundeskabinett das Regierungsprogramm Vernetzte und transparente Verwaltung verabschiedet und eines der Projekte dort befasst sich mit dem Thema Open Government. Was zum Teufel hat das Innenministerium geritten, dieses Projekt dort aufzunehmen? Ist das Zeitgeist? Ist das ernste neue Politikansatz? Und vor allen Dingen, gestatten Sie mir die Frage, was ja immer so ein bisschen holprig sein kann, ist, wenn dann so ein Programm verabschiedet wird und zwischendurch verändert sich mal der Minister. Ihnen ist ja auch einer abhanden gekommen und Sie haben einen neuen gewonnen. Wie sieht das der Minister jetzt in der Kontinuität zwischen dem initialen Gedanken, dieses ins Regierungsprogramm aufzunehmen und der heutigen Umsetzung? Ist das automatisch an, ja? Gut. Ja, Herr Langkabel, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es ein Hype wäre für die Bundesregierung, stünde es nicht im Regierungsprogramm. Denn im Regierungsprogramm Vernetzte und transparente Verwaltung, das sich die Bundesregierung für diese Legislaturperiode vorgenommen hat, gibt es 20 Projekte zur Verwaltungsmodernisierung und eines davon ist das Projekt Open Government, Open Data. Bewusst Open Government und nicht nur Open Data formuliert, weil wir uns außer der Frage Transparenz, offene Daten auch kümmern wollen um die Themen Partizipation und Kooperation, also diese drei Bereiche im Kontext sehen. Und die Kontinuität durch den Minister ist natürlich gewahrt. Das sieht man schon daran, dass wir im Juni diesen Jahres, also ein Dreivierteljahr nach Beschluss des Regierungsprogramms, gemeinsam mit dem IT-Planungsrat ein Memorandum verabschiedet haben, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema transparente Verwaltung voranzutreiben, und zwar bis 2015 zu einem der tragenden Projekte auch zu machen. Mit der Konsequenz, dass wir kurz davor sind, im IT-Planungsrat, also zwischen Bund und Ländern, dort ein Steuerungsprojekt zu vereinbaren. Und ich denke, die Frage ist eigentlich damit beantwortet, oder? Ja, danke. Also vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, weil ich weiß nicht, ob die feinen Unterscheidungen zwischen IT-Rat, IT-Planungsrat schon allen geläufig sind. Einfach vielleicht ein, zwei Sätze dazu, dass man das einordnen kann. Also der IT-Rat ist ein Gremium auf der Bundesebene. Dort sind alle Bundesressorts gemeinsam tätig, während der IT-Planungsrat ein Bund-Länder-Gremium ist, sodass dort die IT-Projekte und organisatorischen Projekte mit starkem IT-Bezug verankert werden, die wir ebenenübergreifend angehen wollen. Und das Thema Open Government, das brauche ich hier gar nicht groß zu betonen,
funktioniert in Deutschland natürlich nur, wenn wir es ebenenübergreifend betrachten und nicht nur für den Bund. Sie haben es zu Recht gesagt, das Thema brummt. Es brummt in den Städten und Kommunen, es brummt in einigen Ländern und es brummt im Bund. Also ich kann sagen, das Projekt läuft, wie gesagt, jetzt seit August. Wir hatten so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil wir Ressourcenprobleme haben, denn, das kann man hier sicherlich auch mal so offen sagen, für keines der 20 Projekte aus dem Regierungsprogramm gibt es eine Stelle mehr für die Bundesregierung und auch nicht für das Bundesinnenministerium, sodass wir die Schwerpunkte anders setzen mussten und mit vorhandenen Kräften und vorhandenen Geldmitteln auch dieses Projekt stemmen müssen. Und trotzdem, denke ich, ist es uns gelungen, eigentlich spätestens seit Jahresbeginn, ich glaube, Open Data Network, Knowledge Foundation, Government 2.0, mit denen wir stark im Gespräch sind, können das auch sehr gut beurteilen, wissen, dass sich eine Menge getan hat in der Zwischenzeit, auch auf Bundesebene, aber dazu kommen wir sicher später auch noch. Gut, also kein Hype, halte ich fest, sondern tatsächlich Strategie, ja, und langfristig. Philipp, an dich die Frage, weil du dich ja wirklich jetzt auch wissenschaftlich mit dem Thema befasst hast, unter dem Stichwort Machiavelli und offene Staatskunst. Woher kommt eigentlich die plötzliche Relevanz oder diese Diskursmacht des Themas Open Government und Open Data? Ich meine, wir haben seit zig Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ordnungsgemäß vor uns hin verwaltet und plötzlich bricht das Thema los und erreicht auch Gesellschaftsgruppen, die es bisher nicht erreicht hatte von der Diskussion her. Woher kommt das aus deinem Gefühl her? Und geht die Diskussion aus deiner Sicht in die richtige Richtung? Das ist eine spannende Frage, weil wenn man denkt, man wäre vielleicht vor 2 Jahren ins Koma gefallen, würde jetzt aufwachen und würde da rausschauen und zumindest, also der Diskurs in der öffentlichen Verwaltung hat sich radikal verändert. Also ob sich unsere Praxis schon verändert hat, nicht so klar, aber der Diskurs ist ein anderer. Und jetzt gibt es immer wieder mal, so wie wenn man an Hula Hoop in den 50er Jahren denkt. Also das war in den 50er Jahren irgendwie so ein Hype, eine Weile lang. Und du möchtest mir nicht erzählen, dass du dich daran erinnern kannst. Natürlich. Aber nein, aber diese Jojo, also bei mir in den 70er oder 80er Jahren, da gab es diese Jojos, Fanta-Jojos und sowas. In diesem Fall glaube ich, das Spannende ist, dass es sowas geben muss wie so eine Naturgewalt plus Leute, die das vorantreiben. So eine Naturgewalt ist, was wir heute hier auf dieser Konferenz das Prinzip Open X nennen. Also, das heißt, es muss irgendein Prinzip geben, Prinzip eine Naturkraft, also so metaphorisch vielleicht eine Welle. Und dann gibt's natürlich Surfer, also Stefan Gerke oder Friedrich Lindenberg oder Daniel Dietrich oder Hauke oder wie auch immer fallen da ein. Also Leute, die verstehen, wie die Welle geht und die dann die drauf surfen können. Also das ist egal, wo man ist. Ich habe lange in Mexiko an dem Thema gearbeitet und auch dort gibt es diese Surfer. Also da die Fragestellungen sind brutaler. Es ist dann sowas wie: Sollen wir alle Leute, die gerade in diesem Monat ermordet worden sind, sollen wir die auch offenlegen, damit die Bürger irgendwie vielleicht daraus was erkennen können? Aber trotzdem ist es so, dass wir eben mit diesem Prinzip Open eine neue Form von Zusammenarbeit, Organisation, sozialer Logik haben. Und diese soziale Logik ist eben zu nutzen, um das zu machen, was wir machen wollen. Und das, was wir machen wollen, ist eben Wohlfahrt erreichen oder Staatlichkeit voranbringen. Und wenn wir Staatlichkeit voranbringen wollen, dann müssen wir uns eben genauso, wie wir nach Max Weber gelernt haben, wie wir eine Hierarchie anständig ausgestalten, müssen wir jetzt eben lernen, offene Netzwerke zu gestalten. Und insofern würde ich auch sagen, es ist kein Hype, also es ist ernst. Scheint, wir müssen uns ernsthaft damit beschäftigen. Frage dann an den Vertreter jetzt mal der Industrie oder der Wirtschaft. Open, wir haben das heute Morgen ja auch schon in dem Vortrag gehört, es braucht Umdenken in Geschäftsmodellen. Das Thema, dass man mit Informationen oder an Informationen, an geschützten Informationen, an exklusiven Informationen mit etablierten Geschäftsmodellen Geld verdienen kann, muss sich ändern. Haben wir heute Morgen diskutiert am Beispiel des Themas Wissenschaftsveröffentlichung. Beim Thema Open Government, Open Data diskutieren wir ja in ähnlicher Art und Weise. Ich denke, wir kommen da später nochmal drauf, auf die Frage der Kosten.
Nun ist das erstmal ein Thema des gesellschaftlichen Diskurses, von der Community, von der Politik und von der Verwaltung zu sagen, wir öffnen uns oder wir wollen uns öffnen oder wir werden vielleicht auch getrieben, uns zu öffnen. Was hat die Wirtschaft davon? Also sprich, sind die laufenden Geschäftsmodelle, die sie haben, ausreichend, um mit diesem Thema umzugehen? Was verspricht sich ein Unternehmen wie Ihres vom Thema Open Government und Open Data? Und kurz gesagt, womit wird die Industrie in dem Thema Geld verdienen? Ja, das sind eine ganze Menge Fragen. Ich fange mal an, was versprechen wir uns davon? Wir sind nun im Bereich der Geoinformation tätig und da gibt es zahlreiche Studien, die eigentlich aus Deutschland, aber auch aus dem internationalen Umfeld, die ein deutliches Marktwachstum prognostizieren, wenn amtliche Geodaten einfacher, schneller, kostengünstiger zur Verfügung stehen. Es gibt auch da schon, das ist, denke ich, auch diese Idee ist auch schon älter, als eigentlich die Open Government, Open Data Debatte alt ist. Wir sehen jetzt die Chance, dass es auch wirklich Zug um Zug in Praxis umgesetzt wird. Also wir erwarten dadurch schon eine wirkliche Belebung des Marktes. Für uns selber ändert sich das Geschäftsmodell dabei allerdings großartig nicht, weil es sind ja Daten aus dem Government-Bereich. Und das ist eigentlich mehr die Frage auf der Verwaltungsseite, wie das Geschäftsmodell in Zukunft aussieht. Weil man muss wissen, dass die Gebühreneinnahmen für amtliche Daten zum Teil einen erklecklichen Teil eines Budgets einer Behörde ausmachen können. Da kann man nicht einfach drauf verzichten. Es ist außerdem so, dass aus meiner Sicht eine nachhaltige Open-Data-Strategie auch entsprechende Ressourcen erfordert. Personelle Ressourcen, aber dann auch irgendwann IT-Ressourcen. Wenn wir, was ja heute Morgen anklang, darüber nachdenken, dass wir diese Daten nicht nur einmal ad hoc, ich sag mal so als CSV-File bekommen, sondern wenn die nachhaltig auch archiviert werden sollen und zur Verfügung stehen wollen, dann ist das alles mit Investitionen verbunden. Und da sehe ich eigentlich zurzeit nicht, dass diese Mittel vorhanden sind. Und deshalb halte ich eine gesellschaftliche Debatte für unbedingt notwendig, weil es kann der Weg nur sein, dass man dann grundsätzlich auch Budgets anders bildet. Das ist eigentlich eins meiner Hauptanliegen. Wir hatten im Vorgespräch auch schon mal über die personelle Ausstattung gesprochen bei einem Open Data, Open Government Projekt. Die ist, ich sag mal, heroisch. Und da sehe ich eigentlich im Augenblick den großen Klemmer, diese Hürde muss genommen werden, aus meiner Sicht. Ja, bevor ich die Frage dann gleich an die Heldin des Open Data weiterspiele, Philipp, an dich nochmal die Frage, weil das ja gerade angesprochen worden ist durch Dr. Lattstädter, es heißt, Open Data erfordert Investitionen, sowohl in die Technik als auch in die Ausstattung, in den Umgang damit. Ich nehme dich jetzt mal so als Vertreter der Communities. Ist das Bewusstsein dafür da, dass Open Data prinzipiell erstmal auch Geld kosten kann? Ich glaube, das Bewusstsein ist ganz klar da und die Community ist manchmal auch ganz sehr vorsichtig. Also hat auch die Community ist auch brav und sagt, ja, wir verstehen, das kostet euch viel Geld, wir sind bereit, ganz viel von der Arbeit zu leisten und wir verstehen, dass ihr nicht, dass das ein Teil eurer Einnahmen ist und deswegen gehen wir von unseren Radikal-Maximalforderungen runter. Ich glaube, das ist manchmal ein Fehler, weil die Logik von Offenheit funktioniert, wenn die Daten offen und frei verfügbar sind, und zwar sowohl für kommerzielle wie auch nicht für kommerzielle Nutzung. Und wenn man Businessmodelle oder Ökosysteme drauf aufbauen kann, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Und das geht wiederum nur, wenn wir einfach wirklich offen sind. Also wenn wir die soziale Logik nutzen wollen von Offenheit, dann müssen wir versuchen, so offen wie möglich zu sein. Dann müssen wir dann müssen wir schon versuchen, the Golden Road und nicht die Green Road zu finden.
Die Green Road kann schon ein Kompromiss sein und trotzdem erlaubt sie uns eben nicht, diese unglaublichen Businessmodelle oder Ökosysteme aufzubauen, die wir aufbauen könnten, wenn wir sagen, lasst es uns sauber strategisch durchdenken. Und trotzdem auf der anderen Seite, und deswegen irgendwie Machiavelli kommt dann wieder rein, es ist ganz klar, dass die Leute ihre Businessmodelle verteidigen werden. Die Plattenindustrie hat ihr Businessmodell bis zuletzt verteidigt. Der Brockhaus Verlag hat das Businessmodell verteidigt und mit Recht. Und das ist auch in Ordnung. Das ist diese Situation, in der wir uns jetzt die nächsten 30, 40, 50 Jahre beschäftigen. Genauso wie die Mönche damals ihre Rolle gegen die Buchpresse verteidigt haben. Sie haben es auch ganz gut gemacht, die ersten 20, 30, 40 Jahre. Und ich denke, damit werden wir uns halt eben jetzt auch auseinandersetzen müssen. Also eher eine kryptische Sphinx-Antwort. Ich versuche das mal zu entschlüsseln. Also in der Konsequenz optimal heißt Open für dich auch free. Also sprich, um eine möglichst breite Menge von Open Data zu erheben. Klar, das ist, danke für eine klare, präzise Antwort. Die kann ich dann auch mal gleich an Sie weitergeben. Was bedeutet das für Sie, vor allen Dingen unter dem Hintergrund, was ja Herr Dr. Ladstätter auch sagte und was unter anderem auch meine Meinung ist? Ich darf ja auch als Moderator auch meine Meinung haben, dass es in der Tat, glaube ich, erstmal auch eine Kraftanstrengung bedeutet für die Verwaltung, die Daten zu öffnen, sie auf neue Art und Weise bereitzustellen, auch wenn sie vorhanden sind. Die Diskussion ist ja immer, die Daten sind ja schon aus Steuergeldern bezahlt, sie gehören ja sowieso der Öffentlichkeit und dem Bürger, ähnlich wie heute Morgen. Aber es ist halt nochmal was anderes, ob man eine Druckfahne, die man an einen Verlag geschickt hat, einfach nochmal auf eine Webseite stellt oder ob man tatsächlich Datenbanken erschließen muss. Also wie gehen Sie mit dieser Forderung um, nach möglichst kostenfreier Bereitstellung von offenen Daten? Gibt es da für Sie erkennbare Kompromissstränge? Darf ich kurz vorher noch auf ein Wort antworten? Ist aber im Kontext zu Ihrer Frage, Herr Langkabel. Ich glaube, Herr Müller, es geht nicht darum, etwas zu verteidigen. Ja? Denn das klingt ja so, als wenn wir Althergebrachtes gegen neue Ideen verteidigen wollen. So, also ich glaube, die Tatsache, dass wir uns mit dem Thema befassen, intensiv befassen, zeigt schon, dass wir genau das nicht tun wollen. Also das ist mir ganz wichtig in dem Kontext. So, und Sie haben aber recht, das Thema Kosten und Lizenzen ist natürlich das Thema, was alle bewegt in dem Zusammenhang. Und ich muss ganz offen sagen, die Lösung kann ich Ihnen heute hier nicht präsentieren, weil es eine hochkomplexe Frage ist, und zwar auch rechtlicher Natur. Und als wir das Projekt gestartet haben, haben wir so einen Satz immer formuliert, also wenn die Daten an den Bürger gehen zur Verwendung, dann stellen wir uns kostenfrei vor, aber wenn die Daten von der Wirtschaft für kommerzielle Zwecke genutzt werden, dann stellen wir uns schon vor, dass das dann ein wie auch immer geartetes Entgelt kostet. Da kann man sich Stufenmodelle vorstellen, wie auch immer. Je tiefer wir in die Diskussion einsteigen, und insofern sehen Sie es mir bitte nach, bei so einem Projekt hat man die Weisheit ja nicht am ersten Tag gepachtet, das wäre ja wunderbar. Dann hätte man alle Lösungen innerhalb eines halben Jahres nicht nur parat, sondern auch umgesetzt. Aber das ist bei diesem Thema mitnichten so, sondern wir durch viele Diskussionen, die wir auch mit Ihnen gemeinsam führen und dadurch auch Aspekte hören, die wir vielleicht vorher gar nicht so gesehen haben, gewinnen wir natürlich auch an Erkenntnissen. Und diese Erkenntnisse werden auch bei den nächsten Überlegungen natürlich eine Rolle spielen. So, ich will mich aber gar nicht vor der Frage drücken. Ja. Was ich heute sagen kann, ist, dass das eine der Hauptfragen sein wird, die wir in einer Studie beauftragen werden. Wir haben zum Thema Open Government gerade eine Ausschreibung gestartet. Und diese Ausschreibung besteht aus zwei Teilen. Einmal wollen wir eine Studie erarbeiten lassen, in der wir beispielsweise diese ganzen Rechtsfragen beleuchten lassen. Auch mit dem Ziel, unter Umständen verschiedene Entgeltmodelle zu konstruieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei der geltenden Rechtslage, die wir nun mal haben, alles von vornherein kostenfrei werden zur Verfügung stellen können. Und mein persönlicher Ansatz ist immer der, wir müssen eigentlich in zwei Schritten vorgehen. Wir müssen einmal überlegen,
was können wir schnell auf der geltenden Rechtsgrundlage realisieren und was müssen wir ändern an Rechtslage, um dann die darüber hinausgehenden Schritte zu realisieren. So, und der zweite Schritt braucht viel Zeit, viel länger Zeit, das können Sie sich vorstellen. Also insofern warten wir jetzt nochmal die Studie ab. Es ist geplant, dass die Teilergebnisse der Studie in unserem Bund-Länder-Gremium auch erörtert werden und wir uns dann auf diese Weise auch in Deutschland auf gemeinsame Modelle werden verständigen können. Und ich hoffe, dass wir Mitte nächsten Jahres spätestens gerade auch zu diesem Punkt etwas sprechfähiger sein werden. Ich merke mir das, ich frage Sie dann wieder. Genau. Das ist jetzt mal die, also lass mal das Thema, ich danke für die Antwort, auch für die Klarheit, dass man noch keine Klarheit hat, sondern sie erst noch finden muss. Lassen Sie mich noch eine Frage nach einer anderen Facette stellen, die, glaube ich, auch sehr interessant ist, nämlich das Thema jetzt weniger Technik, weniger Finanzierung, sondern die Frage, was bedeutet dieses Thema Open Government, diese neue Offenheit, Open Data, für eine Verwaltung in Deutschland auf allen Ebenen, die über Jahrzehnte ganz anders sozialisiert worden ist. Dieser Umgang mit der Forderung plötzlich nach Offenheit, also die Abschaffung oder die Infragestellung des gottgegebenen Amtsgeheimnisses, was ja immer erstmal hochgehalten wurde. Sie kennen das ja schon aus Ihrer Diskussion, denke ich, zum Thema Informationsfreiheitsgesetz, ähnliche Diskussion. Wie ist die deutsche Verwaltung aus Ihrer Sicht darauf vorbereitet? Wie geht sie damit um? Und gegebenenfalls, was müsste passieren, um sie noch stärker darauf vorzubereiten, was da auf sie zukommt? Ist es überhaupt ein Problem? Das kommt sicherlich auf die Sichtweise an. Typisch juristische Antwort. Also ich denke, bei dem Thema Open Government erleben wir einen sehr starken Veränderungsprozess in der Verwaltung. Und also dieses Wort Change-Prozess liebe ich immer nicht so, aber es ist es in der Tat. Denn wenn Sie mit den Mitarbeitern in der Verwaltung sprechen, müssen Sie oftmals sogar erklären, was ist das eigentlich, worüber wir hier reden? Was heißt eigentlich Open Government? Und interessant für mich war auch jetzt während der ersten Projektphase zu sehen, dass wir innerhalb der Verwaltung, sei es auf Bund, Länder oder Kommunalebene, auch ein völlig unterschiedliches Verständnis von diesen Begriffen haben. Also jemand, der Open Government beispielsweise ausschließlich als Open Data versteht, hat ein anderes Verständnis, als ich es habe. Also ich habe ja zu Anfang erläutert, dass ich ein sehr viel weiteres Verständnis habe. Und daran sehen Sie, wir führen eine breite Begriffsdiskussion. Da mögen Sie jetzt sagen, typisch Verwaltung. Aber die Dinge sind eben manchmal etwas komplizierter, wenn man zu einer bundesweiten Regelung der Dinge kommen will. Da muss man erstmal eine gemeinsame Grundlage haben. Man muss die Dinge analysieren. Wo sind wir unterwegs? Wie weit sind wir unterwegs? Was verstehen wir unter den Dingen? Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Und da müssen Sie die Leute mitnehmen. Sie können den Leuten nicht einfach Begriffe nennen, die sie nicht verstehen, sondern sie müssen viel Zeit investieren, um Verständnis fürs Thema zu wecken. Und das fängt ganz oben in der Verwaltung an. Es reicht nicht, dass das ein Bottom-up-Prozess ist, sondern das muss auch top-down passieren. Und da bin ich sehr froh, dass ich in den Bundesressorts, und für die kann ich ja nur an dieser Stelle sprechen, sehr viel getan hat, wenn Sie sich mal die Internetauftritte angucken. Die werden noch nicht so sein, wie Sie sich die im Bestfall vorstellen, aber es hat sich im letzten Jahr schon sehr entwickelt in eine solche Richtung. Letztes Beispiel, das Portal Offene Daten des BMBF. Da gibt es schon ganz schöne Ansätze, wo eben PDF-Dateien als maschinenlesbare Dateien direkt gegenübergestellt werden und sich der Nutzer eben aussuchen kann, welches Format möchte er haben. Also der Veränderungsprozess ist das eine, und das andere, was sicherlich auf diesem Weg eine ganz große Rolle spielt,
ist das Thema Verwaltungsstrukturen. Sie haben vorhin Max Weber angesprochen. Max Weber hat ein ganz bestimmtes Verwaltungsmodell vor Augen, nämlich ein hierarchisches Prinzip. Und dieses hierarchische Prinzip, das gibt's noch heute. Was bedeutet, dass ein Mitarbeiter eben nicht einfach ein Dokument ins Netz stellen kann, sondern das muss einen gewissen Weg durch die Behörde laufen, um eine Zustimmung zu finden. So, und genauso wenig kann ich einfach in irgendeinem Blog zu Open Data meine Meinung äußern, auch wenn mich der Blog davor furchtbar ärgert und ich denke, du müsstest jetzt da eine Antwort drauf geben. Sondern die Regel ist eben, solange wir keine anderen Regularien gefunden haben, aufgrund dieses hierarchischen Prinzips, für solche Äußerungen in der Öffentlichkeit gibt es ein Pressereferat. So. Und wenn ich jetzt heute gefragt werde, können Sie hinterher noch ein Interview machen, dann muss ich eigentlich sagen, nee, das muss ich erst abstimmen. Ja, ich erläutere das jetzt so plastisch, einfach um Verständnis dafür auch zu wecken, dass die Wege in der Verwaltung eben andere sind. Und deswegen gehört zu dem Thema Open Government natürlich auch die Überlegung, wie müssen wir Strukturen in der Verwaltung verändern, anpassen, damit Open Government überhaupt realisiert werden kann. So, vielleicht ist da auch in dem Zusammenhang von Interesse, dass wir gerade mit der Uni Potsdam ein Projekt gestartet haben, Stein-Hardenberg 2.0. Also die Frage, wie müssen sich Verwaltungsstrukturen verändern im Zeitalter des Web 2.0? So, und das sehen wir natürlich ganz stark im Kontext auch Open Government, Open Data. Aber ich bin zuversichtlich, dass neben diesen ganzen Diskussionen um Strukturen, Veränderungsprozesse und so weiter, gibt es natürlich einen Selbstläufer. Und das sind die jungen Leute, die in die Verwaltung kommen. Ja, also wenn jemand vom Abitur übers Studium, wie auch immer, gehobener Dienst, höherer Dienst in die Verwaltung kommt, der kennt eben nichts anderes als im Internet recherchieren und über das Internet zu kommunizieren. Das heißt, er bringt eine ganz andere Einstellung zum praktischen Arbeiten mit ins Haus. Und ich glaube, all das, was da in die Verwaltung nachwächst, wird einen enormen Schub und enormen Druck auch auf diejenigen ausüben, die vielleicht kurz vor der Pensionierung sind und sagen, naja, es hat jetzt 30 Jahre so funktioniert, jetzt wird es die letzten 5 auch so in meiner Laufbahn funktionieren. Also ich bin zuversichtlich, dass wir es hinkriegen, aber sage auch ganz deutlich, es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, und bin auch sehr dankbar, Sie sprachen es an, Verständnis der Community, ja, das ist richtig. Ich glaube, man muss einfach so offen über diese Dinge diskutieren, damit alle Seiten sich verstehen und wissen, wo gibt es eigentlich Probleme und was müssen wir gemeinsam anpacken. Ja, vielen Dank. Das möchte ich mal kurz festhalten, weil das wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Aussagen waren. Das heißt, Open Data wird also auch jetzt von offizieller Verwaltungsseite dann tatsächlich nicht verstanden als eine neue Lackschicht sozusagen auf den bestehenden Strukturen oder auf der neuen Verwaltung, sondern tatsächlich auch als ein Impuls zu einer grundsätzlichen, zu einem Umdenken von Verwaltungsstrukturen und vielleicht sogar Verwaltungsausbildung, dass man eben frühzeitig auch dort einsteigt. Also das Thema wird sicherlich in die Verwaltungsausbildung mit aufgenommen werden, aber wir müssen natürlich immer auch den Aspekt hoheitliches Handeln im Auge haben. Wozu ist Verwaltung eigentlich da und wozu sind die verschiedenen Ebenen auf der Kommune, auf der Kommunal-, Landes- und Bundesebene statt? Was sind eigentlich die hoheitlichen Aufgaben von Verwaltung und wie weit kann das eigentlich gehen? Also insofern, das sind eine Reihe von Fragen, denen wir uns werden stellen müssen. Und ich glaube, da wird es noch eine ganze Reihe auch von Diskussionsbedarf auf dem Weg geben. Ja. Herr Dr. Dattstetter, die Verwaltung scheint ja bereit zu sein, das als wirklichen Impuls für grundsätzliche Veränderungen zu sehen. Was auch natürlich Einfluss auf die Wirtschaft hat, auch die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird. Wir sehen das ja jetzt schon, das Wort Community und Zusammenarbeit mit der Community ist jetzt oft gefallen. Plötzlich arbeitet die Verwaltung mit Communities zusammen. Da will die Wirtschaft ja nicht außen vor stehen. Die Frage ist, brauchen wir nicht auch eine Art, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber so eine Art offene Wertschöpfungsketten für irgendwie ein neues Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung?
Ja, ich glaube, das Thema Wertschöpfungskette ist ganz, ganz zentrales Thema für Open Data. Und ich möchte das gerne an einem praktischen Beispiel erläutern. Es gibt von der EU eine Direktive, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, zumindest die Hauptverkehrsstraßen, Eisenbahnen, Flughäfen, zu untersuchen auf Lärmemissionen und das zu kartieren. Und sie finden diese Information offen, jedermann zugänglich. Sie finden das für Berlin, sie finden es genauso gut für Bayern. Also wenn Sie, brauchen Sie nur nachzusuchen im Web und dann kriegen Sie eine Karte und dann sehen Sie halt, wie ist die Lärmbelastung hier konkret in der Schumannstraße. Und das ist eigentlich super. Was ich aber auf diesen Seiten nicht finde, ist Zugang zu den Originaldaten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich möchte gerne mal nicht den amtlichen Grenzwert hernehmen für die Kartierung, sondern einen anderen. Ich würde mir gerne mal anschauen, wie würde es denn aussehen, wenn wir die Lärmschmerzgrenze oder wie auch immer das heißt, wenn wir die ein bisschen absetzen. Das geht dort nicht. Oder wenn Sie sagen, ich möchte gerne mal eine Auswertung machen, wie wirkt sich denn jetzt diese Lärmemissionen auf die Bevölkerung aus? Wie viele Leute leben denn in den lärmbelasteten Zonen? Dann geht das auch nicht. Und wenn Sie sagen, ja, es ist ja gerade wieder Wahl hier und ich würde gerne mal vergleichen, wie ist denn jetzt Lärm heute gegen Lärm vor 4 Jahren? Was ist denn erreicht worden? Auch das geht nicht. Und da ist jetzt der Punkt, was wird rausgegeben? Wird die Karte rausgegeben? Die ist letztlich ein interessantes Bild. Oder werden Daten rausgegeben, wo interessierte Fachleute, sag ich mal, das ist nichts für den Laien, aber wo engagierte Bürger mit gewisser Unterstützung von Hilfsmitteln sagen können, jetzt machen wir Auswertungen und stellen die dann wieder einem breiteren Publikum zur Verfügung. Das kann ja auch durchaus konkurrierend sein. Das ist, glaube ich, die große Debatte, weil dann nämlich auch die Deutungshoheit über bestimmte Informationen nicht allein bei der Verwaltung liegt, sondern plötzlich in vielen Händen ist. Und für mich ist diese Frage, wo setzt eigentlich Open Data an, deshalb ganz zentral. Und ich glaube, eigentlich ist es ja auch nicht unser Interesse, Open Data zu haben, denn Data sind Data, habe ich ja nichts von. Ich möchte ja eigentlich Informationen haben und ich möchte Wissen erlangen. Eigentlich ist das Ziel, eine Wertschöpfungskette zu gestalten von Data hin zu Knowledge. Und da sehe ich, dass wir jetzt am Anfang stehen. Ich meine, es gab diese Lärmkarten vor ein paar Jahren noch gar nicht. Da gab es die Information einfach nicht. Insofern ist es ein Riesenfortschritt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir in ein paar Jahren wieder hier sitzen, dass man dann schon ein bisschen mehr machen kann, dass es dann auch eine Community gibt von, weiß ich nicht, Hörgeräteherstellern und sonst wie Audiogeschädigten, die sich damit intensiver auseinandersetzen und alternative Auswertungen darstellen. Das ist also die eine große Debatte. Die andere, die in dem Zusammenhang eigentlich auch gelöst werden muss, ist die der Privacy, der Privatheit. Wir haben aktuell die Situation, es gibt engagierte Bürgermeister, Kommunalverwaltung, die sagen, ja, wir wollen was tun für den Energiewechsel, wir machen jetzt ein Solarkataster. Und da kann jeder Bewohner sehen, ob sein Haus gut geeignet ist für Solarkraft. Ja, super, aber dann gibt es welche, die klagen dagegen, weil es natürlich ein Eingriff in die Privatheit ist. Dann kann jemand anders sehen, ist mein Haus für Solarenergie geeignet. Und ich weiß nicht, ob es das schon gab, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie jemand sagt, ich möchte diese Lärmkartierung nicht im Netz haben, weil da mein Grundstück als lärmbelastet ausgewiesen ist. Und das mindert meinen Verkaufswert. Also da gibt es offensichtlich einen Widerspruch zwischen einem privaten Interesse und einem öffentlichen Interesse. Und ich war natürlich als jemand aus der Geobranche, nicht besonders amüsiert über die Debatte mit Google Street Map im letzten Jahr. Ich war sehr froh, dass sie dann eigentlich erstmal sehr elegant beendet wurde. Aber diese Debatte war für mich eigentlich nur so ein erstes Aufwallen. Die grundsätzliche gesellschaftliche Einigung fehlt hier für mich. Und die ist für das Open Data Thema genauso wichtig. Ja, danke. Nochmal an Philipp. Und wieder so aus der Sicht offene Staatskunst gedacht. Wir haben ja eben von Frau Dr. Dauke schon gehört, sie hat ja mehrfach gesagt, sie redet für den Bund. Für was anderes, für weitergehende Verwaltungsebenen können sie ja nicht reden.
Wir sind ja da von der Verwaltungsstruktur und vom föderalen Prinzip her sehr bewusst, sehr klar und vielfältig aufgestellt. Braucht denn aber nicht das Thema Open Government und Open Data irgendeine Art von zentraler Instanzierung, einer zentralen Koordination? Wollen wir Zehntausende, 16.000 Blumenblühen haben, die Open Data machen? Wir haben gerade schöne Beispiele gehört von Dr. Lattstetter, wo es eben ja um Mashups geht, also wo man eben sagt, okay, wir haben auf der einen Seite Geodaten, wir bringen die jetzt mit anderen offenen Daten zusammen und kommen plötzlich zu ganz neuen Erkenntnissen. Braucht man denn dafür nicht so eine Art Standards, auf die man sich einigt, in der die Daten bereitgestellt werden, um solche Sachen zu ermöglichen? Wie könnte man das abbilden im Zusammenspiel vor allen Dingen mit den Gedanken Open und Community und Zivilgesellschaft? Drei kurze Punkte dazu. Also brauchen, ja, aber brauchen heißt ja noch nicht, dass wir es kriegen. Das heißt, wir müssen fragen, brauchen und wie oder irgendwas in diese Richtung. So, und brauchen und wie. Das Schöne, oder also ich saß da und schmunzelte gerade und also dieser, das war doch ein zauberhafter Moment, oder? Als Herr Lattstetter die Geschichte erzählte von der Digitalisierung unserer materiellen Welt. Und irgendwie, und wir bewegen uns in einen Raum jetzt, in den nächsten 30 Jahren, wo quasi 80%, 90%, 95% der Wertschöpfung eben online stattfinden oder digital stattfinden wird. Und umso interoperabler sie natürlich ist, diese Wertschöpfung, umso mehr können wir machen, weil eben digital anders funktioniert als analog. Weil wir eben dann plötzlich vervielfältigen können, weil wir eben suchen können und weil wir eben Mashups machen können. Und das heißt, die größte politische Frage unseres Jahres oder unseres Jahrzehntes ist natürlich genau diese. Wie strukturieren wir die digitale Gesellschaft? Und das ist der Brauchenteil. Ja, aber der Brauchenteil allein reicht natürlich nicht. Ja, es ist ganz klar, dass Politik gemacht wird von Einzelpersonen und von Institutionen und von Staatlichkeit und von all diesen Dingen. Und die müssen wir natürlich mitdenken. Und jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, und also mein Gefühl ist, was wir machen können, ist, wir können einzelnen Leuten, die politisch aktiv sind, und das sind einerseits Bewahrer und Beamte und Politiker, und andererseits sind es Revolutionäre und die Community und unsere Kinder, müssen wir denen an die Hand geben, dieses ein Gefühl für ein Instrumentarium, dass sie schwimmen in dieser Welt. Das ist das, was ich immer offene Staatskunst nenne. Also blöder Begriff, aber einfach nur, wir müssen strategisch damit umgehen können. Und dann wird sich eine Welt herauskristallisieren, die so zwischen dem Ideal ist, wo wir halt eine digitale irgendwie einmal festgesetzte Weltregierung haben und eben dem Kleinstaatertum, das wir im Moment noch haben. Und das ist ja schön. Also ich meine, das ist ja der totale Luxus, den wir alle hier in diesem Raum haben, dass wir die nächsten 30 Jahre diesen Kampf kämpfen dürfen. Also das ist doch ein absoluter Traum, oder? Thomas. Ja, also Zweckoptimismus würde ich das mal überschreiben. Sie wollten da... Ich hätte es jetzt Pessimismus genannt. ja, also da muss ich jetzt doch drauf antworten. ich denke schon, dass wir natürlich versuchen, an einem Strang zu ziehen in Deutschland, trotz des föderalen Systems. Ungeachtet dessen, dass viele schon unterwegs sind. Aber mit unserem Projekt haben wir uns ja bewusst zum Ziel gesetzt, das Thema ebenenübergreifend anzugehen. Und ich habe es ja eingangs erwähnt über den Versuch. Und ich gehe fest davon aus, dass uns das jetzt im Oktober durch den Beschluss im IT-Planungsrat gelingen wird. Wenn wir es schaffen, dort ein gemeinsames Bund, Länder, Kommunen, ebenenübergreifendes Projekt aufzusetzen, dann bedeutet das nicht nur, dass wir uns um die rechtlichen Fragen gemeinsam kümmern, sondern natürlich auch um die technischen Fragen, was wiederum heißt, dass wir uns um technische Standards kümmern werden und wir eben nicht diesen Zustand haben werden, dass jeder eine andere Welt schafft und die nicht miteinander kompatibel sein werden. So, das ist das Ziel des Projektes und darüber hinaus sind wir in Deutschland natürlich auch nicht alleine, sondern wir haben noch eine EU und eine Welt um uns. Und müssen auch gucken, dass wir natürlich mit der EU auch sprechen, das tun wir auch.
Dort wird jetzt auch gerade ein Open Data Portal ausgeschrieben und eins unserer Ziele ist, dass wir da auch mit der Kommission in engem Gespräch sind, damit wir nicht was völlig anderes tun, als die Kommission es am Ende dann für die europäischen Staaten haben will. So, und die weltweiten Initiativen, die werden wir natürlich auch eng beobachten, damit das Thema Open Government nicht nur eine Insellösung bleibt. Das musste ich jetzt noch loswerden. Gut, wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten Zeit und ich denke, wir sollten jetzt mal ein bisschen interaktiver werden, ein bisschen opener werden sozusagen. Und von daher würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben an die Panel-Teilnehmer, diese dann jetzt zu stellen. Bitte schön. Immer wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind und warum. Ja, Hauke Giro, Open Knowledge Foundation Deutschland. Und es ist eigentlich eher ein kleiner Input. Möchte einfach mal sagen, wenn man von offener Verwaltung spricht, von Open Data, dass man es eigentlich immer wieder viel stärker auch als Chance für Verwaltung definieren kann. Wenn man sieht, mit Verwaltung zusammenarbeitet und da bestimmte Hackdays macht und irgendwie Daten aufbereitet, Projekte macht, wie dann auf einmal Verwaltungen ganz neue Lust auf ihre eigenen Daten kriegen und sehen, ach, guck mal, was wir jetzt damit machen konnten und wie man also auch da Probleme lösen kann, die dort existieren. Natürlich auch dann Dinge, die von außen kommen, die noch ganz anders sind. Und es geht ja auch bei Open Data irgendwie nicht darum, eigentlich irgendwie 5 Excel-Tabellen zu veröffentlichen, sondern letztlich da darum, dass man eben Offenheit konsequent anwendet, dass man offene Strukturen, offene Abläufe schafft und damit natürlich auch viel mehr Akzeptanz für Verwaltungshandel zum Beispiel schaffen kann. Wenn Leute nachvollziehen können, die sitzen da und die machen bestimmte Dinge und bestimmte Dinge funktionieren jetzt vielleicht nicht und ich kann jetzt nachvollziehen, warum. Ja, wenn ich im Zug sitze, der ICE steht eine halbe Stunde und niemand sagt mir, warum, rege ich mich auf, wenn mir gesagt, da liegt ein Baum auf der Strecke, da können wir jetzt gerade nichts machen. Dann ist das eine ganz andere Situation, mit der ich irgendwie umgehen kann. Und ich denke, das ist ja wichtig zu sehen. Also ich glaube, das ist ein zentraler Aspekt, dass wir, um das Veränderungsmanagement auch erfolgreich gestalten zu können, müssen wir die Akzeptanz in der Verwaltung auch herstellen. Und das schaffen wir nur, indem wir gute Beispiele liefern, auch für die Verwaltung, also nicht nur für gesellschaftliche Gruppen und Wirtschaft, sondern eben auch der Verwaltung zeigen, was hat eigentlich Verwaltung vom Thema Open Government und Open Data. Und ich glaube, dass der Apps-Wettbewerb, den wir im November auf der Messe Moderner Staat ausloben werden und den die Open Knowledge Foundation, Open Data Network und Government 2.0 Netzwerk in Kooperation mit Bitkom und der Schirmherrschaft des BMI veranstalten, dass das ein sehr schönes Beispiel, hoffentlich, das erhoffe ich mir jedenfalls, auch für Verwaltung sein wird, wie Daten der Verwaltung anders genutzt werden können. Und ich erhoffe mir da so mehrere Highlights auch in den Augen der Verwaltung. Aha, das kann man mit meinen Daten machen. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Bitte schön. Nochmal vorstellen, ich habe mich ja schon mal vorher. West-Berlin war das, ne? West-Berlis, ja. Genau. Kleine Vorinfo, also ich habe schon erschrockenerweise feststellen müssen, in den letzten 20 Jahren, ich jemand, der mit viel Verwaltung zu tun haben musste damals und auch heute natürlich noch, ist, wie interessant es auffällt, dass Verwaltungspersonal, das von vorgefertigten Mustern an Formularen bisher gewohnt war zu arbeiten, nur mal anfängt, jetzt in aktuelle Sachverhalte sich reinzudenken muss und eigene Sätze kreieren muss, was da schon für eine Kompetenz sich da darbietet, um das mal positiv zu sagen. Wer war das? So, im Sinne von, wo ich sage, da brechen Leute regelrecht zusammen. Also das Personal, was wir haben, ist für die aktuellen Sachverhalte teilweise sowas von unfähig und inkompetent. Aber was ich schön finde, sicherlich, durch die Datenverarbeitung werden solche Personalkräfte, die inkompetent sind und Fehler machen, schneller dingfest gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber um auf dieses und auf meine eigene Frage zurückzukommen, mir gefiel das Bild von Herrn Müller bezüglich der Welle, die man identifizieren muss, um dann darauf surfen zu können, will ich an Frau Dauke, weil Frau Dauke
kreist mir, glaube ich, um wirklich die neuralgischen Punkte herum. Und das ist mir viel wichtiger, dass man da ein bisschen Vertiefung reinbringt. Könnte es sein, dass wir bisher die Verwaltung, die wir um uns herum haben und mit dem unser Leben ja gar nicht mehr teilweise wegzudenken ist, und die, die glauben, sie könnten es gar nicht wissen, wer sie mitunter noch trägt, feststellen, dass diese Verwaltungen eigentlich nur für Analphabeten gemacht worden sind, für ein Gemeinvolk, das ungebildet ist. Und das ist eigentlich, um es mal richtig aufzuzäumen, eigentlich ein Bürger einen Verwaltungsbefähigungsnachweis aufbringen muss, wenn er die Verwaltung ablösen darf von seinen Verwaltungstätigkeiten. Ich will mal sehr, sehr manuell werden. Können Sie auf den Punkt kommen? Wir wollen ja, da bin ich, noch ein, zwei andere Statements nehmen. Das heißt, wer diesen Aspekt nicht mal mit reinnimmt, um einfach mal zu sehen, was da auf ihn selbst als Bürger zukommt, wenn er die Verwaltung ein bisschen ernster nimmt, der wird sich wundern. Deswegen meine Frage war, ist das Selbstverständnis, das wir haben von Verwaltung, immer noch falsch? Dass das beim Personal in der Verwaltung falsch ist, da braucht man nicht diskutieren, das ist sowieso klar. Aber ist das vom Bürger, das Selbstverständnis über die Verwaltung, einfach definitiv falsch? Und wird das jetzt durch unsere Open Data Diskurs eigentlich mal öffentlich? Danke. Nur kurz was zur Verwaltung grundsätzlich. Also die Verwaltung, über die wir reden, ist ja das effizienteste, beste, funktionierendste Business Model, was wir gehabt haben in der Geschichte der Menschheit. Punkt. Also auch jetzt sind es die größten Organisationen unserer Welt, staatliche. Und was haben sie uns gebracht? Rechtsstaatlichkeit und alles Mögliche. Also insofern müssen wir, glaube ich, weggehen von der Idee, Verwaltung erstmal nur zu kritisieren. Haben Sie recht. Gut. So, jetzt aber von der Reihenfolge her noch. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Also der letzte Einwurf, also ich glaube, das tut eigentlich zum Thema unserer Diskussion auch nichts dazu. Ja, also und was die Arbeit von Verwaltungsmitarbeitern angeht, ich glaube, Sie haben es schon im Kern richtig zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie sich mal ansehen, wie viele Dinge Verwaltung für den Bürger leistet und wie viele Aufgaben Verwaltung übertragen worden sind und Erfolgsmodelle sind, dann erübrigt sich eigentlich jede weitere Antwort darauf. Also ich muss auch ehrlich sagen, über diese Art der Sichtweise bin ich schon etwas erstaunt und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ich möchte jetzt keine... Aber wir führen hier keine Grundsatzdiskussion, da steht das Thema Open Data und da möchte ich gerne wieder darauf zurückkommen. Und ich möchte gerne auch anderen aus dem Publikum noch die Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Bitte. Ja, Peter Lohr ist vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Da wir nächste Woche das Berlin-Brandenburger Open Data Portal mit Eröffnung und unsere eigenen Beiträge da drin haben, bin ich einer dieser gescholtenen Dumpfköpfe, die das nicht machen. Aber gut, ich wollte auf zwei Dinge hinweisen, eigentlich im Sinne einer Präzisierung. Was uns bei unseren tastenden Bemühungen auf dem Open-Data-Feld als öffentliche Verwaltung sehr schnell aufgefallen ist, ist das eine. Open-Data heißt Internationalisierung. Wir haben es zum Beispiel geschafft, deutschen Forschern Zugang zu statistischen Daten zu geben in einer viel weiteren Weise. Ich muss es jetzt aber auf wissenschaftlichen Kongressen im Ausland erleben, dass mir die ausländischen Kollegen sagen, ja, soll ich dir jetzt hier mit der Antidiskriminierungsrichtlinie der EU kommen oder hältst du uns für Verbrecher? Wir haben ganz klare Rahmenbedingungen, aus denen wir einen Teil der Daten sozusagen nicht international zur Verfügung stellen können. Das ist aber im System drin. Wir haben, seit wir unsere Website verbessert haben, kriegen wir an
Fragen zum Beispiel der Universität Edinburgh nach kleinräumigen Wanderungsbewegungen innerhalb Berlins, weil Menschen überall auf der Welt an solchen Fragen sitzen und sich um diese geografische Kleinteiligkeit in diesem Sinne der Zuständigkeit eben nicht mehr kümmern. Und wir müssen diese Probleme gleich lösen. Das ist noch viel zu wenig im Fokus. Das Zweite ist, es gibt auch Verwaltungs-, sozusagen interne, mehr oder weniger Vorgaben und Richtlinien, die uns bestimmten Verwertungszwängen sozusagen aussetzen. Sie können sehen, was das Kraftfahrzeugbundesamt an Lizenzierungsrichtlinien vor 2 Monaten erst neu rausgebracht hat oder was die Bundesagentur für Arbeit mit ihren Data Warehousen machen, die ganz klar die verwaltungsmäßige Vorgabe zu haben, einen Haufen Schotter zu verdienen, um sich zu refinanzieren. Und das stößt natürlich gegen das Open-Data-Prinzip, nicht weil man irgendwo was kaufen kann, sondern weil alle Prozesse jetzt so eingerichtet werden und die Datenstrukturen auch so eingerichtet werden, dass sie über eine exklusive Verfügbarkeit innerhalb der Institutionen sind. Es geht also nicht nur um die Frage, kostet etwas oder kostet das nichts, da sind eben auch unterschiedliche Prozessabläufe und Datenstrukturen und ein bisschen zur Hardware dahinter, ob ich die Daten öffentlich sozusagen bereitstelle oder ob ich sie nach einem sehr abgestuften kommerziellen Verteilmodell mache. Und das sind Rahmenbedingungen, die eigentlich auch gerade das Innenministerium sozusagen im weiteren Sinne noch beeinflussen muss und kann, die ein bisschen über die engere Daten Open Data Diskussion hinausgehen. Vielen Dank. Ich glaube, das waren nochmal wichtige Anregungen. Wir müssen leider auf die Uhr gucken, Schluss machen. Es gibt ja noch ein Folgeprogramm, auch wenn wir, glaube ich, alle Spaß hätten, das noch weiter zu diskutieren. Fazit meinerseits, ich glaube, wir haben festgestellt, es ist kein Zeitgeist, sondern es ist tatsächlich Philosophie und ich glaube auch ein sehr ernsthaftes Bemühen, das ganze Thema mit einer großen Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit anzugehen. Vielen Dank für Ihre Fragen und für Ihr Interesse ans Panel auch. Danke.